Hallöchen, und da bin ich wieder, Tutubi, das ist mein Minecraft-Let's Play. Und hier haben wir einen Special-Gast, Redbird. Oh. Und ja, sie wird diesmal im Survival-Mode einfach irgendwas machen. Zum Beispiel ein Haus bauen. Das habe ich ihr vorgeschlagen. Wir kamen auf die Idee, nach dem All, so heißt er in Minecraft, hier ja anwesend war, nur war er halt unsichtbar und im kreativen Modus, während Redbird im Survival-Modus ist. Ja, also was wir jetzt machen wollen, ist, als allererstes würde ich sagen, bauen wir den Tunnel da unten etwas weiter aus. Beziehungsweise machen wir überhaupt einen Tunnel draus. Zuerst würde ich einmal in den Keller gehen und schauen, welche Ebene das ist. Also, hier will ich den nächsten Eingang machen. Also hier quasi den Ausgang. Es muss so sein, mindestens, damit ich hier rumlaufen kann. Aber ich mache es noch eins tiefer. Es wäre Ebene 48. Okay, Redbird scheint gerade in den Lava-Pool gelaufen zu sein. Hoffen wir mal, sie hat nichts allzu Wertvolles verloren. Also, dann. Ich bin durcheinander. Hier müssen wir hin. Da ist eine Fackel drunter, das sieht grauenhaft aus. So ist es schon besser. Und wir kommen nicht mehr raus. So, wieder zu. Dann gehen wir mal hier runter. Also da müssen wir noch ordentlich runter. Das heißt, wir brauchen da noch ordentlich Holz. Denn wir brauchen da noch ordentlich Leiter. Linksklick, nicht rechtsklick. Wir waren so bei 60. Ach, ich nehme einfach alle. Dann bauen wir uns mal runter auf Ebene 48. Und wir schrauben natürlich unsere Spitzhacke. Das heißt, wir sollten uns eine neue machen. Und nehmen uns dafür was Holz. So. Dann, ja, ich kann auch nett sein. Dann machen wir eine neue Spitzhacke und gehen erstmal hier runter und machen weiter. 50, 49, 48. So. Dann machen wir einfach alle paar Blöcke eine Fackel rein. Sieht besser aus.
So, da wären wir. Dann müssen wir mal sehen. Wir sind jetzt. Jetzt mal hier von außen. Nichts mehr zu essen da. Und das machen wir mal wieder weg. Äpfel. Okay, da war auch Redbird. Muss ja jetzt nichts Wunderschönes werden. Zur Not reißen wir es wieder ab. Nee, jetzt will ich glaube ich nicht machen. Also, hier in dieser Linie, also ganz am Rand hiervon. Und das soll dann bis hierhin gehen, also. 1, 2, 3, 4. Ich kann nicht zählen. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt. Okay, dann. Dann müssten wir jetzt im Prinzip nur noch hier graben. Und dann müssten wir gleich da hinten am unserem Bestimmungsort landen. Damit es hier unten schön hell ist, nämlich besonders viele Fackeln mehr als nötig sind. Ich baue erstmal einfach den Tunnel, da kann ich ja hinterher verschönern. Erstmal geht es mir auch darum, die Schaltung erstmal fertig zu bekommen. Denn auch dort wird es eine Schaltung geben, und zwar von der Art her dieselbe. So, jetzt noch lange. War ja schon kein kurzer Weg, also. Aber gleich müssen wir eigentlich da sein. Okay, wir sind da. Hier ist jetzt das und der grobe Weg ist schon mal fertig. Dann nee, das ist schwachsinnig. Ich mache lieber hier den Aufgang und hier dann halt die Werkbank rein. Das heißt, erst den Block, dann die Werkbank. Und dann, was kann man da hinter einem Stein schließen? So, wir haben einen Stein dabei. Da werden wir gerade von einer Redbird gestalkt. Also, hier möchte ich eine Schaltung reinbringen. Und zwar muss dann. Müssen dann die Pistons sein.